Um so ein windschnittiges Fahrzeug zu realisieren, haben wir aus der Natur die Tropfenform übernommen. Das heißt, das Fahrzeug ist vorne breiter und läuft schmal nach hinten zusammen. Das Herzstück des Autos bildet der Antrieb. Den haben wir kombiniert aus einem Dieselaggregat, einem 0,8 Liter Zweizylinder Common Rail Motor, gekoppelt mit einer E-Maschine und das Ganze gespeist durch eine Lithium-Ionen-Batterie, die an jeder Haushaltssteckdose zu laden ist. Das Gesamtgewicht des Fahrzeugs beträgt weniger als 800 Kilogramm unter Einhaltung aller Qualitäts-, Komfort- und Sicherheitsstandards. Eine Pilotserie könnte bereits 2013 auf der Straße sein. Die Stückzahl steht noch nicht fest.